Уважаемые коллеги, смысл и содержание политики России на международной арене. Скажу тоже об этом несколько слов, буквально. Verehrte Kollegen, der Sinn und der Inhalt der Politik Russlands auf der internationalen Bühne, ich will auch dazu noch kurz ein paar Worte sagen zum Abschluss, ist es, den Frieden und die Sicherheit zum Wohl unserer Bürger zu gewährleisten, für eine stabile Entwicklung unseres Landes. Russland hat seine Interessen, natürlich, die wir verteidigen und auch dafür einstehen werden, im Rahmen des internationalen Rechts, so wie es im Grunde genommen auch die anderen Staaten der Welt tun. Wenn jedoch jemand sich weigert, diese offensichtliche Tatsache zu verstehen, keinen Dialog führen möchte, sich für einen egoistischen und herablassenden Tonfall entscheidet, wird Russland dennoch Mittel und Wege finden, seine Positionen zu behaupten. Dazu kommt leider auch, dass wir uns alle scheinbar schon daran gewöhnt haben, an die Praxis politisch motivierter, unrechtmäßiger Sanktionen im Bereich der Wirtschaft, grobe Versuche von einigen, den anderen mit Gewalt ihren Willen aufzuzwingen. Jetzt gerade allerdings verwandelt sich eine derartige Praxis in etwas noch viel Gefährlicheres. Ich meine damit die kürzlich bekannt gewordenen Fakten über einen direkten Versuch, einen Umsturz in Weißrussland zu organisieren, sowie der Tötung des Präsidenten dieses Landes. Dabei ist es auch mal wieder typisch, dass sogar solche himmelschreienden Handlungen nicht vom sogenannten kollektiven Westen verurteilt werden. Niemand will dort irgendwas gemerkt haben und alle tun so, als wäre überhaupt nichts gewesen. Nun, hören Sie, man kann unterschiedlicher Meinung sein über beispielsweise den damaligen Präsidenten der Ukraine, Janukowitsch, oder Maduro in Venezuela. Ich wiederhole, man kann jede mögliche Meinung haben über diese, unter anderem Janukowitsch, den man auch fast getötet hat und dann entmachtet hat mittels eines bewaffneten Staatsumsturzes. Man kann jede mögliche Meinung haben über die Politik des Präsidenten Weißrusslands Lukaschenko, Alexander Grigorjewitsch. Aber die Praxis der Organisation von Staatsumstürzen, Pläne für politische Morde, unter anderem auch von hohen Amtsträgern, nun, das ist schon zu viel des Guten. Alle möglichen Grenzen haben sie schon überschritten. Was sagen uns denn alleine schon die Geständnisse der verhafteten Mittäter dieser Verschwörung, dass eine Blockade der Hauptstadt Minsk geplant war? Einschließlich der Infrastruktur der Stadt und die Kommunikationsmittel, sowie auch eine vollständige Abschaltung der Stromversorgung der Hauptstadt. Das bedeutet ja, dass im Grunde hier ein massiver Cyberangriff vorbereitet wurde. Was denn sonst? Mit einfach so einem Hebel betätigen, geht das nicht. Scheinbar verweigern unsere westlichen Kollegen nicht umsonst, mit Nachdruck, die Vielzahl an Vorschlägen Russlands, einen Dialog aufzubauen im Bereich der Informations- und Cybersicherheit. Wir haben das schon unzählige Male vorgeschlagen, aber alle schweigen und weigern sich, über dieses Thema überhaupt zu sprechen. Und was wäre eigentlich, wenn der versuchte Staatsumsturz tatsächlich durchgeführt worden wäre? Und darauf lief ja auch alles hinaus. Wie viele Menschen würden dadurch geschädigt werden? Wie würde sich allgemein das Schicksal Weißrusslands entwickeln? Darüber denkt keiner nach. Genauso wie sich damals niemand scherte um das Schicksal der Ukraine, als der Staatsstreich in diesem Land durchgeführt worden ist. Hinzu kommt, dass auch die feindseligen Handlungen gegenüber Russland ebenfalls nicht aufhören. In einigen Ländern haben sie sich sogar irgendwelche komischen Gebräuche angeeignet, unter jedem Vorwand, meistens sogar ohne irgendeinen Anlass, Russland zu kneifen. Eine Art neue Sportart, ein neuer Volkssport dort, wer da am lautesten irgendetwas sagt. Wir verhalten uns in diesem Zusammenhang äußerst zurückhaltend. Man kann sogar sagen bescheiden, und das sage ich ohne Ironie. Häufig antworten wir überhaupt nicht, und das nicht nur auf die unfreundlichen Aktionen, sondern auch auf offenkundige Frechheiten. Wir wollen gute Beziehungen haben mit allen Teilnehmern der internationalen Gespräche. Nur wir sehen ja, was im realen Leben passiert. Wie ich schon sagte, kneifen sie Russland mal hier, mal dort, ohne irgendeinen Grund. Und natürlich versammeln sich sofort drumherum, wie um Scherkan verschiedene kleine winzige Tabakis. Alles wie bei Kipling. Heulen im Chor ihrem Souverän zu, um diesen zufriedenzustellen. Scherkana. Крутятся всякие мелкие табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг – великий писатель. Ein großer Schriftsteller war Kipling.
Wir wollen wirklich gute Beziehungen haben mit allen Teilnehmern der internationalen Gespräche, unter anderem übrigens auch mit denjenigen, wo es in den Verhältnissen momentan, milde ausgedrückt, nicht ganz so gut läuft. Wir wollen wirklich keine Brücken verbrennen. Aber wenn jemand unseren guten Willen als Gleichgültigkeit wahrnimmt oder gar als Schwäche und sogar selbst vorhat, die Brücken zu verbrennen oder gar zu sprengen, muss er wissen, dass die Antwort Russlands asymmetrisch sein wird, schnell und hart. Und die Organisatoren aller möglichen Provokationen, die unsere fundamentalen Sicherheitsinteressen gefährden, werden ihre Taten so dermaßen bereuen, wie sie schon lange nicht mehr irgendetwas bereut haben. Gleichzeitig haben wir, ich bin einfach gezwungen, das zu sagen, genug Geduld, Verantwortung, Qualifikation, Selbstbewusstsein in Bezug auf uns selbst und unserer Rechtigkeit, sowie gesunden Menschenverstand beim Treffen jeglicher Entscheidungen. Aber ich hoffe dennoch, dass niemand auf die Idee kommen wird, in Bezug auf Russland die sogenannte rote Linie zu überschreiten. Und wo diese Linie dann konkret verlaufen wird, werden wir bei jedem konkreten Fall selbst entscheiden.